In der Glasindustrie ist der Einsatz von Platinwerkstoffen die Voraussetzung, um Gläser mit höchsten Qualitätsanforderungen herstellen zu können. Die Kundensysteme zur Herstellung von Spezialgläsern bestehen aus einer Vielzahl von Bauteilen. An jede Komponente aus Platin werden unterschiedliche Werkstoffanforderungen gestellt. Hierfür bietet Herreus das gesamte erforderliche Portfolio von Hochtemperaturwerkstoffen für die Glasindustrie an. Die hervorragende Verbindung von Festigkeit und Duktilität, die gute Schweißbarkeit sowie die hohe chemische Beständigkeit auch gegenüber aggressiven Glasschmelzen ist das Ergebnis der schmelzmetallurgischen Herstellung sowie der speziellen Weiterverarbeitung. Edelmetalllegierungen mit Schmelzpunkten über 1800 Grad Celsius entstehen durch das Verschmelzen hochreiner Ausgangsstoffe. Die Besonderheit der Herreus DPH-Werkstoffe liegt im Zulegieren von Metallen der seltenen Erden bereits bei der Schmelze. Der abgegossene Barren wird in einem speziellen Fertigungsweg durch eine Kombination aus Umform- und Glühprozessen verarbeitet. Dadurch wird das spröde Gussgefüge aufgebrochen und die für den Einsatz optimalen Eigenschaften eingestellt. Die Barren können über einen Ziehprozess zu dickwandigen oder dünnwandigen langen Rohren gezogen werden. Rohre aus DPHA-Materialien zeichnen sich durch ihre hohe Torsionssteifigkeit aus. Die nahtlosen Rohre können standardmäßig mit ca. 1100 mm Länge, 60 mm Durchmesser, bei einer Wandstärke von bis zu 3,5 mm gefertigt werden. Andere Abmessungen sind auf Anfrage jederzeit möglich. Die Barren können je nach Komponente auch zu Blechen mit unterschiedlichen geometrischen Abmessungen gewalzt werden. Typische Blechdicken für Platinkomponenten in der Glasindustrie liegen zwischen 0,5 mm und 3,5 mm. Das Walzen der Bleche ist bis zu einer maximalen Breite von 800 mm möglich. Für größere Bauteilabmessungen können die Bleche und Rohre mittels WIG-Schweißen unter Beibehaltung der hohen Materialqualität zusammengefügt werden. Die Herreus DPH-Materialien sind sehr gut schweißbar und zeichnen sich gegenüber anderen pulvermetallurgisch hergestellten Materialien durch die überragende Festigkeit der Schweißnähte aus. Über die automatisierten Schweißverfahren hinaus ist es möglich, Handschweißungen an komplexen Bauteilen und an schwer erreichbaren Stellen durchzuführen. DPH und DPHA-Materialien können mit allen modernen Formgebungsmethoden und spannenden Prozessen sehr gut bearbeitet werden. Herreus setzt diese Verfahren daher bei der Herstellung der Komponenten ein. Aufgrund der hervorragenden Materialeigenschaften können auch Kundenanforderungen mit sehr komplexer Geometrie erfüllt werden. Duktile Werkstoffe kompensieren die im Einsatz auftretende thermische Dehnung, ohne dabei Schaden zu nehmen. Bei spröden Werkstoffen führt die Ausdehnung der Bauteile zu Materialversagen und Rissen. Platinkomponenten aus Herreus DPH-Materialien zeichnen sich durch eine hohe Elastizität in der Aufheizphase, Robustheit gegenüber Temperaturwechseln und hoher Formstabilität der Bauteile auch in der Schweißnaht aus. DPHA-Werkstoffe sind für Anwendungen, bei denen ein Konstruktionswerkstoff mit exzellenter Kombination von Festigkeit und Duktilität, gute Schweißbarkeit und hoher Torsionssteifigkeit unter Betriebsbedingungen benötigt wird, optimal einsetzbar. Unsere Erfahrung und die überragenden Werkstoffeigenschaften der Herreus DPH-Materialien führen zu Bauteilen mit langer Lebensdauer, sodass unsere Kunden von wenigen Stillständen ihrer Anlagen profitieren. Kontaktieren Sie uns noch heute und planen Sie vertraulich mit den Herreus-Spezialisten die Auslegung Ihrer Bauteile aus DPH-Materialien. So erhalten Sie ein effizientes Gesamtpaket mit bestem Kosten-Nutzen-Verhältnis.